Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 von Gothic 1, die Welt der Verurteilten. Wir sind im neuen Lager, in der Wohnhöhle, und marschieren mal runter zu Kronos, denn bis es spät genug ist, um bei Laris einbrechen zu können, gucken wir, dass wir hier mal die Händler bestmöglich ausnehmen. Und Kronos kann uns gar Ich nichts kann die. verkaufen. Ich dachte irgendwie, der kann uns was verkaufen. Wieso bin ich denn jetzt so behämmert im Kopf? Gut, ist auch möglich, dass er uns nichts mehr verkauft, weil wir jetzt hier dem alten Lager angehören. Allerdings wird er erst mit mir handeln, wenn ich... Ach so, der wird erst handeln, wenn wir Magier. Okay. Nun gut, das verstehe ich natürlich. Also nicht, aber egal. Klar, der hat halt Hey Magierkram du, und wenn wir kein Magier sind, ist es kann ich dir unangemessen, helfen? uns da irgendwie ne das Was kannst du kaum. was kann ernst okay genau das ist ja der Fingersverschnitt genau auf jeden Fall der kann uns erst was verkaufen wenn er es für angemessen erachtet. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie wir die Sache bei Laris angehen wollen. Vielleicht schon von hier aus. Ich überlege nämlich, wie wir am besten da rüberkommen. Hüpfen wir nur. Uah, ja, das hat ja super funktioniert. Das war direkt mal ein Griff ins Klo. Oh komm, was soll der Scheiß? Hier will auch gar nichts funktionieren gerade. Haben wir denn irgendwie notfalls einen Schlaf? Nein, haben wir nicht. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Haben wir nicht, das ist natürlich echt Kacke. Okay, es macht keinen Sinn, Lars ist ja eh noch wach. Aber so könnte es funktionieren. Heißt, ich penne mal bis nachts. Wie ist es, können wir den Leuten hier Hey wieder du, 5 Grad andrehen? Ist das drin? Tatsache. wenn du mal. Also jeden Tag kann man hier tatsächlich ein bisschen Hey Geld du. machen, wenn man die entsprechenden Waren besitzt. Wird's etwas Sumpfkraut? Wenn du mal. So, ein bisschen hier was losgeworden, auch wenn nicht viel, scheißegal. Ich will jetzt hier tatsächlich mal bis Mitternacht schlafen. Der Punkt ist, wir sind ja weit genug entfernt. Es merkt ja gar keiner, dass wir die Hütte in Beschlag nehmen. Ist ein bisschen komisch, weil wir ja explizit darauf hingewiesen wurden, dass die anderen das nicht gerne sehen, wenn hier jemand lagerfremdes wohnt. Aber es kann auch sein, dass das so wie diese Encounter bei Nacht, wenn man schläft, dass dann halt auch irgendwann mal einfach zwei Banditen dann vor der Bude auf einen lauern und dann einen zurechtprügeln wollen oder so irgendwas. Was macht Sharky um 0 Uhr? Wo geht er hin? Nochmal in die Kneipe oder was? Um die Uhrzeit. Oh. Jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt hier fruchtet, was ich vorhab. Ja, so fruchtet es auf jeden Fall nicht. Warum ist Laris noch in dem Bett? Das gibt's doch gar nicht. So könnten wir hinter Roscoe vorbei. Hoffe ich mal. Ob wir in die Kiste kommen, ist eine andere Geschichte, aber naja. Was willst du? Ich will mich verbessern. Okay, der kann uns trotzdem noch die Dinge hier beibringen. Das ist ganz nett. Er sagt nichts, wenn wir schleichen. Kann ich denn mal an die Truhe oder kriege auf die Fresse, gell? Ich muss dir wohl auf die Flossen hauen. Ja, der haut auch zu. Anders als die Gardisten im Turm lässt er auf seine Worte wirklich Taten folgen. Das ist ja jetzt doof. Der ist ja immer da drin. Also, er war aber schon auch mal im Bett, ne? So um 2 oder um 3 Uhr nachts müsste er pennen. Wir gehen mal ganz kurz die Kneipe, verteilen ein paar Sumpfkrautstängel oder sowas, oder? Was machen wir denn jetzt? Wir gucken mal.
bisschen Atmosphäre genießen, bis es soweit ist, den Drecksack da beklauen zu können. Der geht um 0 Uhr nochmal in die Kneipe. Was willst du? Hör mal, Sharky, du hast ein Riesenproblem. Und leider, doch, er hat sogar noch was. Oh, Sharky hat man noch gar nicht. Ich war mir sicher, wir hätten den schon. Warum hatten der jetzt? Also, ich meine, ist okay, aber. Hatten wir Sharky noch nicht? Warte mal, Cypher und Mordrak, oder? Stimmt, Sharky hatten wir noch gar nicht hier. Neue, bitte hier versorgt mit Waffen. Was kriegt er denn, der gute Junge? Was kriegt er von uns? Was kriegt er von uns? Ich hab gehört, rostige Schwerter sind wieder in. Kriegst mal ein paar. Ganz wichtig, Sharky, was du brauchst, um die Leute zu ködern, ist ein bisschen Reis. Haben wir noch? Ne, Schrott haben wir. Den meisten Schrott haben wir schon, ist immer schon losgeworden. Dann gucken wir mal, wie wir das mit den Waffen hier managen können. Okay, hier wird es dann schon maßlos zu teuer. Können wir hier irgendwie Richtung 300? Oh, das sieht doch gut aus. Oh ja, leichte Gardeschwerter, da freust du dich, das ist nämlich richtig schön. Damit bespuckst du die Ehre der Gardisten, wenn du sowas besitzt. So, wie kommen wir jetzt auf die. Komm, kriegst ein bisschen Schrott, oder? Guck mal da. Schrott ist hoch im Kurs. Danke für die Dietriche und das Geld. Ich könnte. Mal ganz kurz gucken, hat er noch irgendwas Brauchbares? Jetzt hat er gar nichts Brauchbares mehr, okay. Jetzt hat er nur noch Schrott. Mal zumindest ein wenig bessere Waffen. Ich sehe mich jetzt schon in 20 Folgen, dann oder so im nächsten Kapitel. Dann renne ich alle Händler ab und sage: Boah, die Waffen hatte der doch früher noch gar nicht dabei gehabt. Und das liegt halt wahrscheinlich daran, dass ich sie ihm untergejubelt habe. Hey, du. So, Bruce und Buster labern die ganze Zeit. Buster wird uns Akrobatik immer noch beibringen können, weil das ist ja der Einzige, der das beibringen kann. Wedge ist auch hier, also ab 0 Uhr ist hier nochmal gut was los. Was willst du von mir? Willst du dich nochmal? Was heißt denn hier nochmal? Das war ja wohl nicht anlegen, das war ja wohl ein Witz, der erste Kampf. Aber sonst will hier keiner reden. Wir könnten den vier Banditen oben nochmal ein bisschen was andrehen. Was willst du? Sogar die Schürfer. Ich bin nicht so. Sogar die Schürfer sind uns feindselig gegenüber. Warum? Es ist ja nicht so, dass wir irgendwelche Werte verkörpern würden, die schwache Leute in irgendeiner Weise unterdrücken. Das ist ja gar nicht unsere Absicht. Mit den Insignien des alten Lagers. Hey du. Die dürfen nicht so empfindlich sein. Was willst du? Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder. Du siehst. Hast du? Kannst so. Jederzeit. Ja, ja. Jederzeit. Eben wird man noch angepöbelt, dafür, dass man Angehöriger des alten Lagers ist. Dann kaufen sie einem den Stoff ab. Ja, ja. Du siehst aus. Kannst jeder. Was? Wahrscheinlich hast du recht. Bitte. Ich, wenn du. So. Nochmal 40 Erz bekommen. Schade, dass es keine EP gibt. Also, ich muss ja nicht viel sein, so 5 EP. Boah, von mir ist auch nur. Ein EP ist ein bisschen zu mager. Sagen wir mal 5 EP pro Aktion wäre doch ganz cool. Es wäre noch nicht so viel EP, als dass man dann irgendwas von hätte. So wäre es denn das? Ist das jemand, der auch was braucht? Bist du ein Bandit? Nein, du bist ein Mordrak. Hey du. Was willst du? Zeig mir deine Ware. Genau, du hast nur noch Schrott. Genau, dem haben wir gut was an Scheiß verkauft. Feuerregen. Ja, Junge. Ja, klar. Das ist mir gerade aufgefallen, dass der Feuerregen verkauft. Natürlich nehme ich Feuerregen mit. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann geben wir dir mal ein paar verwitterte Äxte. Und ein paar Kurzschwerter. Ein paar Nagelkeulen. Du wissen, was hier hast. Damit du auftrumpfen kannst. Mit Schrott. Kriegst du noch einen Knochenbogen. Oder einen Kurzbogen. Perfekt. Sind wir bei 260. Gern geschehen. Krass, im Ernst. Feuerregen.
Dann könnten wir dem neuen Lager einen herben Schlag verpassen. Wo hat denn der Feuerregen her? Das ist ja aber witzig. Was der für geisteskranke Scheiße hier anbietet. Und Laris steht nicht mehr an seinem Tisch. Das ist sehr gut. Tatsächlich muss ich ja sagen, wäre mir ein... wäre mein Dingen lieber gewesen. Hier ein Schlafzauber, aber da könnten wir den Roscoe mal pennen legen. Dann hätten wir nämlich unsere Ruhe. Ich laufe mal hier ein bisschen vorsichtig außen rum. Was war das denn, wenn's fertig ist? Wie? Warum weckst du mich? Oh, babbel doch nicht da weg. Wacht jetzt das ganze Lager auf, oder was? Weil ich hier schleich. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Was war das denn, wenn's fertig ist? Ja, leg dich erstmal wieder hin. Dann reden wir weiter. Die Finger sollte ich dir abschneiden. Jetzt hat so jemand was gesagt. Aber es hat sich keiner bewegt. Und wir haben den Ring dabei. Das müsste irgendwo im Nebenhaus passiert sein. Vielleicht war es Mordrak. Was ist denn los? Also hat zwar jemand was gesagt, aber irgendwie ist nichts passiert. Ja gut, der will weiter pennen. Was willst du? Also wir werden nicht angegriffen, insofern würde ich jetzt mal sagen, okay. Es hat funktioniert. Wir haben zwar ein Audio-File gehört. Laris war es wohl hey auch du. Nicht. Hey du. Was willst du? Und mit Laris können wir auch nicht sprechen, der kann uns immer noch Sachen beibringen. Und jetzt, obwohl wir eben hier extrem das... okay, wir werden doch abgeballert. Was ist denn los? Aber von wem? Von dem, der unten in der Hütte. Das ist nur ein Bandit, den schlage ich mal nieder. Danach ist bestimmt Ruhe. Was ist denn los? Hey du, ein Kampf. So, den Langbogen nehme ich mit, den können wir gut verkaufen. Nahkampfwaffe kannst du bald. Oh, danke für die Dietriche. So, mal gucken, ob jetzt hier da alles okay ist, oder... Ich meine, es ist im Ernstfall ist es ja jemand ohne Namen. Das heißt, allzu schlimme Konsequenzen hat es nicht, weil so ein Strafsystem wie in Gothic 2 gibt es ja auch noch nicht. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Hey, du! Verzeih dich, raus hier! Hey, du! Du hast da drinnen nichts zu suchen. Ich bin ja auch nicht mehr da, also ja, mir ist egal. Auf jeden Fall, der scheint sich beruhigt zu haben, er greift uns nicht nochmal an. Und die Banditen sind nicht wütender auf uns als sonst. Also den niedergeprügelt, nochmal 80 EP abgestaubt. Und vor allem noch seine wertvollen Mitbringsel, die er in seiner Tasche hatte. Das heißt, damit gehen wir jetzt frohlockend zurück ins alte Lager und haben den Ring von Laris dabei. Stärkebonus von 3, ganz nett. Und er hatte ihn nicht im Inventar, also sprich kein Taschendiebstahl, sondern tatsächlich in der Truhe. Und das war ja auch eine von, ich glaube, zwei oder drei Truhen im neuen Lager, die wir noch nicht öffnen konnten. Und eine davon war generell durch einen Schlüssel verschlossen. Da hätten wir auch so nichts machen können. So, also ich hoffe, das war jetzt okay, dass wir den Bandit niedergeschlagen haben. Ich hoffe, der greift uns nicht wieder bei Sichtkontakt an, weil das kann auch schnell mal passieren. Das ist ein bisschen nervtötend, wenn man dann die ganze Zeit angegriffen wird von einer und derselben Person. Und man will die eigentlich gar nicht töten, weil so weit soll sie ja gar nicht kommen. Aber die sind halt so drauf. Ich drücke jetzt ein bisschen Karte, damit es schneller geht. Ich will nochmal ganz kurz einen kleinen Schwenker machen vor die alte Mine und nochmal kurz bei Miguel durch den Laden stöbern. War jetzt auch im neuen Lager drauf und dran, da
alles mitzunehmen. Schon mal. Sind ja schnell drüben. Wie gesagt, in die Mine selbst gehe ich jetzt nicht. Da kommen wir noch früh genug rein. Spätestens, wenn uns der Korkalom hinlotst. Und eine Waldbeere, ganz wertvoll. Oder ein Stapel Waldbeeren, weil das ist ja nicht eine Beere, glaube ich. Das sind ja einfach so ein kleiner Strauch, wenn man so will. Da steht ja auch nicht Waldbeere dabei, sondern Waldbeeren. Ne? Ist ja auch ein Indiz dafür. So, jetzt müssen wir hier. Jetzt hänge ich ja fest, ich krieg zu viel. So. Also hier unsere große Außendienststelle. So, und da ist der Miguel. Für Gomez. Für Gomez. Dann handeln. Er hat tatsächlich 30 Erz und 2 Dietrich, nehme ich mit. Ansonsten hat er wirklich nur richtigen Schrott. Können wir dem denn irgendwas Wertloses andrehen? Du brauchst Brot. Melarius und Seraphis haben wir auch noch. Heilkräuter, bla bla bla. Wir zeigen die Kräuter, behalten wir allerdings mal. Lieber, vorsichtshalber. Was kann man dem im Wert von 10 andrehen? Wie wäre es mit 2 Handäxten und 2 Spitzhacken? So ein bisschen. Ja, also ich meine, ne, so für Standardutensilien, die Buddler brauchen könnten. Die meiste Kundschaft besteht ja aus Buddlern und was weiß ich. Eine Handaxt ist zwar keine Sichel, aber damit lassen sich bestimmt auch Kräuter schneiden. Wenn man es will, dann kriegt man das hin. So. Wir haben 3 Uhr nachts, das heißt, es ist Sitzung zu Hause, also im alten Lager. Und in eben jener Sitzung werden wir wohl mitteilen, dass wir erfolgreich waren. Denn das waren wir. Wollen wir mal wieder ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ein bisschen Kart drücken, damit es schneller geht. Jetzt können wir ja ohne Beschwerden und ohne Probleme durch den düsteren, dunklen Wald, einfach nur weil hier nichts mehr atmet. Da habe ich Sorge getragen. Zumindest bis zum nächsten Kapitel. So, da sind die Brückenwachen, Jungs. So, und jetzt sind wir wieder hier. Ich überlege gerade, ist es schneller, wenn wir hier rum? Oder ich glaube, hier rum ist schneller. Also macht zwar keinen großen Unterschied. Ich glaube, andersrum wäre schneller gewesen. Egal, wir können ja K drücken. Dann sind wir sofort da. Einmal schnell über den Marktplatz gehuscht und im Boden stecken geblieben. Und schon können wir die frohe Kunde verkünden. Whistler, guten Abend. So, das sind die Jungs. Oh, da gab es wohl ein Streitgespräch. Die hier Sly und Diego sitzen sich mit dem Rücken gegenüber. Das gefällt mir gar nicht. Hey du. Aber Fingers scheint sichtlich unbeeindruckt. Ja, ich habe den Ring von Laris bei mir. Wirklich? Ich wusste, ich habe den richtigen beauftragt. Und zwar, es geht wieder um einen Banditen aus dem neuen Lager. Oh, ich habe was verklickt. Ich glaube, der will uns eine weitere Quest geben. Sein Name ist Wedge und er ist einer der Meisterdiebe des Lagers. So bezeichnet er sich zumindest. Nun, ich habe einen Ruf zu verlieren, also wäre es gut, wenn jemand dafür sorgt, dass Wedge sein verliert. Und da komme ich ins Spiel, oder was? Richtig, im neuen Lager gibt es einen Mann, dessen Name Butch ist. Man sagt, er sei einer der übelsten Banditen. Ich weiß, dass er ein Amulett besitzt, wo sein Name eingraviert ist. Ja, das besitze ich schon. Du sollst dieses Amulett stehlen und es anschließend Wedge in die Tasche schmuggeln. Nachdem Wedge in den Besitz dieses Amuletts gelangt ist, erzählst du Butch davon. Der Rest erledigt sich anschließend von alleine. Ein Dieb, der seine eigenen Verbündeten bestiehlt, wird in Zukunft keinen guten Ruf mehr haben. Kehre zu mir zurück, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Jetzt haben wir ja direkt die Folgequest bekommen. Der Meisterdieb, das ist ein bisschen ätzend, da wir gerade vom neuen Lager kommen, jetzt da wieder hinlatschen müssen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die hier
zeitkritisch sein könnte, diese Quest. Hoffentlich nicht. Und ich habe, wie gesagt, auch gehört, dass die verbuggt sein kann. Aber wir kriegen sie direkt im Anschluss. Nachdem wir ihm Laris Ring bringen. Das heißt, ich werde mal ganz kurz auf einem anderen Spielstand speichern. Hoffentlich nicht vergessen, dass ich das getan habe. Und in der nächsten Folge sehen wir uns im neuen Lager und versuchen uns an der Quest. Bis dahin. Tschüss.